3. Oh mein Gott, da stürzt der erste ab. Bye, bye. Was geht ab, meine Freunde? Wendy wieder am Start. Wir spielen heute eine weitere Runde Tabs. Jetzt, wo wir die griechischen Götter und die ägyptischen Götter abgehandelt haben, spielen wir jetzt die chinesischen Götter. Diesmal machen wir aber auf gar keinen Fall ein Kennt YD nicht Fraktion, weil es würde hier so enden, dass ich tatsächlich nur einen einzigen kenne, und das ist Wukong. Und zwar, weil der halt tatsächlich wiedergespiegelt wurde von Son Goku und eben halt auch von Wukong aus League of Legends. Deswegen kenne ich den. Alle anderen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir wollen ja auch nur herausfinden, wer der Stärkste ist und nicht, wie wissentlich ich weiß, was für Gegner das sind oder was für Götter das sind. Wir machen jetzt diesmal aber tatsächlich immer ein 3 gegen 3 und gucken dann, wie das ausgeht. Und lassen am Ende die besten 3. Oh mein Gott, da stürzt der erste ab! Bye, bye! Kannst du fliehen? Wir sind immer. Oh Gott, 2 sind abgestürzt. Das ist nur noch ein 1 gegen 1. Okay, das hat sich ja relativ schnell geklärt. Und jetzt muss es nur noch. Geht es nur noch darum, wer von den beiden hier gewinnt. Wuhuhu! Oh, was? Holy. What? Das ist... What? Okay, der Fight ging jetzt weniger lang, als ich dachte. Die sind alle hier reingefallen? Außer der. Okay. Machen wir wieder ein 3 gegen 3. Was bist du für ein Riese? Das ist natürlich jetzt... Das sind halt nur Soldaten. Davon machen wir jetzt ein paar mehr. Das sind... Die kenne ich tatsächlich. Das sind die Lehmsoldaten, ne? Da gab es eine relativ große Armee, soweit ich weiß. Deswegen habe ich jetzt mal ein paar mehr gemacht. Oh! Kriegen aber auch aufs Maul. Und der erste große fällt direkt wieder runter. Der erste Gott. Die Lehmsoldaten hier. Noch am Start. Ich glaube, nur noch die Lehmsoldaten sind am Start von dem... Von dem Part hier, oder? Okay, die gewinnen das jetzt im Endeffekt wahrscheinlich, weil die mehr sind und deswegen einfach nicht irgendwo runterfallen alle. Oder die werden hier zerstört von dem hier. Der läuft übers Wasser. Oder fliegt. Oder sonst was. Holy, was war das für eine Attacke? Okay, von den Attacken her, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das bis jetzt wahrscheinlich die krasseste Auswahl an Göttern. Aber wie gesagt, ich kenne die halt so gar nicht. Also falls irgendjemand in den Kommentaren sich herumtreibt und weiß, was das hier für Götter sind, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde es wirklich gerne wissen, aber bin zu faul zu googeln. Also falls jemand unten reinschreibt und so neunmal klug ist und sagt, hey, google es doch, wenn es dich so interessiert. Ist schwierig. Ist schwierig. Ich habe keine Lust. Ich bin zu faul? Wahrscheinlich? Also, falls ihr Lust habt, mich aufzuklären, schreibt es in die Kommentare. Falls nicht, ist auch nicht schlimm. Irgendwann werde ich mich dazu durchringen und meinen inneren Schweinehund besiegen. Und dann vielleicht doch gucken, was es ist. Vielleicht ist die Map auch nicht so geil, weil tatsächlich immer alle da ins Loch reinfallen. Aber ich würde jetzt gerade mal sagen, die Lehmsoldaten werden jetzt gleich nach und nach auseinandergezogen. Und dann wird es halt darauf hinauslaufen, dass dann tatsächlich Götter hier gewinnen. Wukong ist, glaube ich, auch relativ früh in den Abgrund gefallen. Das heißt, hier wird es auch nicht mehr so groß darauf eingehen, wie viel die Götter jetzt wirklich einstecken können, sondern tatsächlich jetzt nur noch darum, ob vielleicht einer von den Göttern noch hier runterfällt, bevor er es schafft. Oh, oh, guck mal. Oh, 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 das war knapp. Holy. Ah! Weg mit dir. Okay, jetzt sollte es doch zu Ende sein, oder? Ja. Rot hat gewonnen. Also habe ich mir dann auch doch gedacht. Auch wenn die Punkte jetzt tatsächlich hier mehr waren. Okay, ich weiß nicht, das war der OP-Charakter schlechthin. Und ich glaube, war das die? War das die? Oder war das Nizan? Nein, die war das auf keinen Fall. Nee, der war es auch nicht. Der ist auch relativ schnell runtergefallen. Nee, der ist es auch nicht. Da muss es eigentlich die gewesen sein, oder? Das sind die beiden. Ja, das sind die beiden Fliegenden. Okay, die fallen auf jeden Fall nicht da rein. Oh, doch, die fallen rein. Bye, bye. Nochmal? Wir machen es nochmal. Ich will nicht, dass ihr da reinfallt. Das macht doch keinen Sinn. Du weißt... Ah, come on.
Come on. Nee. Du bist die. Jetzt musst du ein bisschen früher hin. Aber weich nicht wieder aufs Loch aus. Du weichst immer aufs Loch aus, egal was passiert. Why? Okay, ich werde euch jetzt da. Ich werde einen da platzieren und einen da. Und es wird einer wieder ins Loch fallen. Passt mal auf. Es wird so enden. Die werden magisch vom Loch angezogen. Oh, jetzt doch nicht. Jetzt kommt's doch auf den Fight. Los geht's. Ah, ihr wubbelt durch die Gegend. Was ist das denn? Eine Rauchbombe. Ich sehe nichts mehr. Was passiert hier? Die Rauchbombe haben wir noch gar nicht gesehen. What? Okay, von wem von euch beiden ist die Rauchbombe? Ich würde jetzt auf die Linke schätzen. Oh. Oh. Was geht denn hier ab? Okay, der Fight, der ist nice. Der gefällt mir richtig gut. Der gefällt mir richtig gut. Das sind aber wieder ein paar ordentliche Damages, die hier... Oder ordentliche Attacken, die durchgezogen werden. Wer hat gewonnen? Blue? Blue hat gewonnen. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, hier die andere gewinnt. Aber ich meine, was willst du erwarten, wenn hier sowas auf einmal entsteht? Keine Ahnung. Also wirklich keine Ahnung. Wir lassen es so. Aber ich möchte hier noch einen richtigen Clash of Clans haben. Clash of Clans. Wir machen das hier. Mr. Big und Mr. Klein Big und seine Armee. Hier, die können dann da ein bisschen aufpassen. So. Dann würde ich gerne Wukong kämpfen lassen. Natsuwan. Nuwa. Den fand ich eigentlich auch ganz cool. Der ist auch relativ schnell abgegangen. Erlang Shen. Uiuiui. Wen nehmen wir noch? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde trotzdem selber entscheiden. Ja, den nehmen wir noch. Und los geht's. Schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt, welches von den beiden Teams gewinnt. Ich würde meinen Hintern darauf verwetten, dass die Seite hier gewinnt. Also Team Rot. Aber ich könnte natürlich auch falsch liegen. Da sind mega viele Explosionen. Ich sehe jetzt gerade... Oh, der Dicke ist noch da. Da ist der Dicke. Der könnte natürlich relativ viel tanken, ne? Aber der ist beim letzten Mal ja einfach instant darunter gefallen. Das heißt, es wäre natürlich eine Taktik von... Du hast einen Schrumpfkopf! Es wäre natürlich eine Taktik vom gegnerischen Team, dass die dann tatsächlich dafür gesorgt haben hätten können, dass der wieder ins Loch fällt. Weil so könnte es echt relativ schwierig werden für die, die zu besiegen. Oh, oh. Einer von den Göttern hat es nicht geschafft, ist jetzt ins Wasser gefallen. Der wird jetzt auch echt draufgegangen sein. Jetzt ist nur noch ein 2 gegen 1. Ich weiß nicht, wie viel der Große tanken kann. 2 gegen 1. Das große 2 gegen 1. Ich meine, die ist natürlich ultra krass mit ihren Attacken. Das ist einfach mega hart. Der hat einen Schrei, so wie der Typ von Skyrim. Aber dieser Regen, ne, das ist einfach krass. Dieser Meteorschauer. Der haut einfach so hart rein. Der Schrumpfkopf ist weg. Hat er wieder einen normalen Kopf? War der nicht zwischendurch schrumpfig? Da wird aber ordentlich... Ich meine, die beiden hier in der Mitte beackern sich richtig hart und die von außen... Ist runtergefallen! Sie ist runtergefallen! No way! Es ist ein 1 gegen 1 geworden! Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was hier noch passiert. Fliegt die da unten noch? Lebt die noch? Nein, die ist tot, oder? Das war die letzte Attacke, die jetzt gerade noch durchgeregnet ist. Jetzt ist es ein 1 gegen 1. Die haben sich verkeilt. Die haben sich verkeilt. Oh. Der Gesichtslose. Ich meine, der hat natürlich jetzt ein Problem. Der hat seinen Speer gerade hinter dem Rücken. Das heißt, der kann nicht mehr richtig zuhauen. Er hat sich befreit. Er hat sich befreit. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ich würde gerne mal dem Leben anschauen. Halb und... Halb! Oh, what? Es ist ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Es werden hier die Schläge ausgeteilt. Was auch immer. Ich will das ein bisschen verlagern. Ich versuche mal wegzulaufen. Wenn ich nicht hinfallen würde. Oh Gott. Los, lauf! Ich will es verlagern. So, und hier lassen wir es weiterlaufen. Ich möchte es an die Kante... Ah!
Ah! Holy! Okay, ich hab's natürlich jetzt getriggert, aber... Dass er tatsächlich dann noch gewinnt und den dann da reinhaut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass der andere von hinten kommt, dem so einen richtig schönen 300-Kick in den Rücken gibt und dann runter ins Loch. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich mega freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und ciao!